Ja, hallo, mein Name ist Gunter Geiger. Ich bin hier der Direktor des Bonifatiushauses der Katholischen Akademie des Bistums und wir machen gemeinsam mit Partnern eine Medientagung und zwar Familie 2020. Was wird hier gespielt? Es geht diesmal nämlich um Computerspiele und deren Auswirkungen für Familien. Die Partner, mit denen wir das gemeinsam machen, ist die Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk. Erstmals dabei die Clearingstelle der Deutschen Bischofskonferenz. Das MUK, das Medien- und Kommunikationszentrum in Dreieich, der ehemalige Landesfilmdienst in Hessen und die Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke. Also wir haben verschiedene Ziele. Es geht einmal darum, das Verhältnis von Medien sich anzuschauen, hier im Speziellen, inwieweit Computerspiele Einfluss nehmen auf die Persönlichkeit von Menschen. Und der zweite Titel oder der Obertitel ist ja Familie 2020, das alles im Bezug auf Familie. 2020 ist ein Begriff, der ja für viele Tagungen und für viele Programme benutzt wird, um zu zeigen, wir wollen in die Zukunft schauen und Auswirkungen für die Zukunft betrachten. Und wir haben uns da so ein bisschen dran gehängt, kann man vielleicht sagen, und das Ganze mit Familie 2020 als Schlagwort benutzt, um deutlich zu machen, wir wollen hier ein bisschen in die Zukunft schauen und das eben mit Familie verbunden wissen und eben den zweiten Titel. Computerspiele, was macht das mit uns? Betrachten also die Auswirkungen von Medien in Familie. Also Computerspiele und Gaming in der Familie sind für uns ein Schwerpunkt, weil wir zum einen die Bewahrpädagogik haben. Lehrer, aber auch viele Eltern erleben wir in unseren Seminaren, sind eher ängstlich im Umgang mit neuen Medien, denken, dass Spiele ihren Kindern nur schaden, die Kinder spielsüchtig werden und dergleichen mehr. Ich glaube, das Thema ist vielfältiger zu betrachten. Es gibt durchaus positive Entwicklungen bei Spielen. Man kann Spiele, glaube ich, nicht per se verteufeln. Und wir wollen eben aus verschiedenen Blickwinkeln genau dieser Thematik nachgehen. Wir haben Ethiker, die zu Wort kommen, Medienpädagogen, die zu Wort kommen, Lehrer, die zu Wort kommen, also unterschiedlichste Professionen, die sich diesem Thema nähern und mit uns diskutieren. Gaming spielt in Familien eine große Rolle. Die GYM-Studie, die jedes Jahr erstellt wird, beweist das jedes Jahr auf neue, dass es immer mehr um sich greift. Man kann in der reinen Draufsicht auf die Studie schon erkennen, dass Jungs eine höhere Affinität auf Spiele haben als Mädchen. Aber es ist auch so, dass es ganz spannend, dass nicht nur Jugendliche gamen, sondern auch die sogenannten Silberserver, also auch die ältere Generation 60 plus am Computer sitzt und spielt. Bei den Eltern und dem Auskennen ist das so eine Sache, weil das ja eher schon die Großeltern sind und die spielen vielleicht auch andere Spiele als ihre Enkel. Die Eltern sind genau die, die wir, glaube ich, schulen müssen und denen wir eine Medienkompetenz vermitteln müssen, damit sie ihre Kinder begleiten können und Kinder nicht unbegleitet Computerspiele spielen und sie sich den Dingen nähern. Es gibt ja auch hier Altersbegrenzungen, die durchaus ihre Berechtigung haben und einzuhalten sind. Da müssten Eltern, denke ich, auch kompetent sein im Umgang mit Medien. Eltern sollten sich mit Computern auskennen, damit sie ihre Kinder begleiten können. Aber ich glaube, da ist noch ein großer Nachholbedarf. Ich denke, dass technische Sperren nicht viel taugen, dass Kinder die umgehen und die Eltern das gar nicht mitbekommen. Aber im Rahmen einer Erziehung und Begleitung sollten Eltern auch sich mit Computerspielen auskennen und wissen, was ihre Kinder spielen. Kinder und Eltern spielen, glaube ich, viel zu wenig gemeinsam Computer, weil Eltern eine Bewahrpädagogik haben und Spiele oft verteufeln. Aber ich glaube, dass Spiele durchaus ihre Freude auch in Familien entfalten können. Und die Spielbar macht das ja genau, dass sie Jung und Alt zusammenbringt und wir während der Tagung auch gemeinsam spielen. Die Spielbar ist eine Einrichtung der Bundeszentrale für politische Bildung. Es ist ein nettes Wortspiel, finde ich, dass man zum einen spielbare Spiele kennenlernt und angeleitet spielen kann und zum anderen aber auch an die Bar gehen kann. Und das hat ja nun etwas Verruchtes und hat was mit Spielhölle zu tun. Und hier sollen Jung und Alt zusammengeführt werden. Wissenschaft, Pädagogik und Ethik haben große Herausforderungen im Bereich Gaming, weil die Dinge justiert werden müssen und auch immer wieder neue Entwicklungen anstehen. Pädagogik denkt oft bewahrend, Wissenschaft wägt ab, aber auch die Ethik ist nicht nur negativ eingestellt gegenüber Spielen, sondern sieht durchaus auch positive Effekte. Computerspiele und politische Bildung passen sehr gut zusammen, weil sie sich ergänzen. Politische Bildung dient dazu, Menschen sprachfähig zu machen. Computerspiele können dabei helfen.